So, jetzt sind wir hier in so einem kleinen Frühstücksladen. Sünnes Lokantasse heißt der. Sünnes Lokantasse. Und da treffen wir uns zusammen hier. Ein bisschen schnattern. Hier mit Senat. Hallo. Hier Faruk. Und Atti und mir. Ah, und hier geht's nochmal rein. War gar nicht zu sehen, erstmal. Ja, genau. Hier kannst du rein und dann haben die auch Menükarte. Ja. Aber ist noch nicht fertig und kannst du hier auch schön essen. Wird sehr lecker. Und ganz so sieht das jetzt aus. Wir haben jetzt alle eine Suppe, eine Hühnersuppe. Ne? Oh, das ist tüffig. Bisschen Salat. Danke dir. Das passt auch. Bisschen, oder? So. Du, ja. Das ist cool. Ich lasse jetzt mal den Herbert reden und nehmen wir mit auf. Ja, ich war schon fertig. Gleichzeitig. Und dazu ein Brötchen. Ah, die Hubschrauber fliegen wieder. Wir sind im Einsatz. Das sind die Löschhubschrauber. Da ist irgendwo wieder ein kleiner Brand. Einen habe ich schon gesehen. Aber sie sind gleich bei und löschen. Jetzt sind Attila, Tatjana und ich hier. Und hier war ich ja schon mal mit Ali Osman und mit Jutta. Und hinten auf See ein Frachtschiff. Schön. Ja, oben ist Musik. Am Pool müsste auf sein. Dort in der Richtung ist noch Herr Alanya. Und diesen Ausblick hier aufs Meer hat man, wenn man nur hier fußläufig ist. Ne? Ja, es windet, es rauscht. Das ist dieser steinige Strand von Gazi Pascha. Gazi Pascha hat ja drei Strände. Dort, wo auch hier super moderne, saubere Toilettenhäuschen sind. Wo viel hier Wohnmobile immer sonst sind. Und hier vorne sieht man auch so ein bisschen, es ist ja ganz schön Wellengang wieder. Also im Meer baden ist heute nicht ganz so prickelnd. Aber da ist auch so ein bisschen Badewanne, ne? Zwischen den Steinen. Man muss aber auch Badeschuhe anhaben, ne? Hier. Und dann kann man da zwischen den Steinen da wie in der Badewanne baden gehen. Tatjana geht jetzt rein ins Wasser, in diesen Pool. Und diese Aussicht hier, ist das Hammer. Und da ist die Bar, wo man die Getränke kriegt. Und dann kann man da hier, wo Tatjana jetzt ist, sich da so hinsetzen oder im Wasser sein und dann hier die Getränke trinken. Oh, gefühlt, Leute, hier war ich jetzt eine Dreiviertelstunde da am Wasser. Wenn man reinkommt, ist es ein bisschen frisch. Aber jetzt umso mehr die Sonne reinknallt, der Pool, der wärmt sich auf, der heizt sich auf. Und das ist totaler Hammer. Das ist sowas von geil. Wie gesagt, hier Attila, das ist ja hier im Pool, das ist ja diese Anlage wie bei Beverly Hills hier, bei den Reichen und Schönen. Ne? Da, wo man hier, wenn man auch hier Brasilien, wo eine Berge, hier wie Rio de Janeiro, hier nicht diese Armviertel, sondern da, wo die Reichen sind, wo die dann ihre Luxusvillen haben und in ihre Pools. Ne? Genau so das Feeling hat man hier. Ne? Jetzt liegt man hier auf der Liege und diese Aussicht, ist das hammergeil. Also Attila und ich, wir haben hier unseren hier Tee stehen, den lassen wir jetzt auch schmecken. Ist das ein Anblick, meine Herren? Gönnt euch mal einen Happen. Ja. Jetzt essen wir Mittag und das ist jetzt hier Mante, heißt das, ne, türkisch. Das ist hier Tatjana hat hier mit Knoblauch hier Joghurt und hier Attila hat hier auch die Mante mit Knoblauch, eben ohne Knoblauch. Und beim Essen gucken wir jetzt hier auf den Pool, ne, und bewundern da die Schönheiten im Pool. Ne? Oh, ist ein schönes Pärchen, die beiden. Oh, so ein Anblick, so eine hübschen Menschen ist immer was Schönes. Türken haben viele schöne Menschen. Ja, er kommt gar nicht wieder hoch, da ist er aus dem Wasser. Ist doch schön, das Pärchen. Ja, und dann den Blick aufs Meer. Ne, Tatjana, du bist auch eine Schönheit. Krasiva ja Gentina. Und hier ist meins. Ich wollte hier Curry-Hähnchen haben. Sieht das nicht klasse aus? Super. Hier Attila und Tatjana und unser Essen. Und jetzt geht los. Priyatna Appetita, guten Appetit. Getränke haben wir jetzt noch dazu bekommen.
Die beiden haben sich mit ihrem Essen so ein bisschen angemeiert. War nicht ganz das, was sie wollten. Und, aber hier. Der Kuchen sieht gut aus. So ein Kuchen esse ich auch. Tatjana freut sich. Lecker, lecker, lecker. So sieht das aus, wenn der Kellner im Pool bedient und die Getränke dann am Poolrand stehen. Ne? Super, ganz große Klasse. Ne? Ati und ich jetzt auch Kuchen. Ati hat Eis und Kuchen. Ja Leute, wollen wir das dritte Mal anfassen. Und jetzt werden wir noch ein bisschen trocknen und dann langsam uns aufmachen. Und hier aufpassen, ganz die Pascha uns ein bisschen angucken. Ah, hier der Ausblick von der Rückseite hier von hier Club hier Barco Blanco. Ne? Auf See im Frachtschiff. Jetzt sind wir hier in Gazi Pascha an dem schönen Strand und man hört hier, ich weiß nicht, ob ihr es auch hört im Video, also ich höre die Brandung bis hierher. Die ist ganz schön stark. Aber es ist ganz schön zu sehen, die Brandung. Knallt ganz schön rein. Weil da sind wir hier im Wasser, weil das sind garantiert jüngere Leute. Denn reingehen ist nicht so schwer, aber nachher wieder rauskommen, wenn man ein bisschen älter ist. In den letzten Tagen war wohl das Wasser bis hier hoch. Also es muss ganz schön aufgewühlt gewesen sein. Aber es gibt immer noch Betrieb hier, ne? Ah, wenn das Meer so kommt, ist das nicht herrlich. So eine Brandungswelle, ich liebe das ja. Das sieht so schön aus. Da sieht man richtig das Meer lebt. Ja Leute, das soll es immer wieder gewesen sein. Abstecher in Gazi Pascha. Falls euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und einer auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Wir sitzen hier nochmal, trinken Tee und Saft. Und mit dem Blick hier aufs Meer, schön im Schatten, nicht mal der Sonne. Sonne waren wir heute genug. Und hier gibt auch schönes, gutes Essen. Und ja, und da ist hier die Strandpromenade, kann man auch schön spazieren gehen. Das seht ihr hier ja. Jetzt zum Abend sitzen wir nochmal am Sarasoi, hier Attila und ich. Und also erstmal eine Suppe für mich. Dann hier dieses Reis mit diesen Dütschen und dann den Gulasch, Fliegengulasch, ein bisschen Salat und Attila hat da die große Keule und dann hier ein Haufen Brot mit Käse überbacken, Keule und Ayran. Ne? Ich habe einen Tee, Bescheid. Ja Leute, was viele interessiert, ne? Das Essen jetzt in Sarasoi für uns, ne? Was alles auf dem Tisch zu sehen war, 75 Lira. Geht in Ordnung.